Bei der Auflösung einer Demo von Klimaaktivisten kam es am 31. Mai 2019 zu Polizeigewalt. Nun, gut 2 Jahre später, wurde ein Beamter auch verurteilt, ein Polizist. 1 Jahr bedingt hat er erhalten. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Was war die Situation im Jahr 2019? Junge Menschen haben eine Sitzblockade vorgenommen. Sie waren Mitglieder der Gruppierung Extinction Rebellion. Die jungen Leute wurden dann von der Polizei aufgefordert, diese Sitzblockade zu unterbrechen, haben darauf aber nicht reagiert. Der junge Mann, um den es sich bei diesem Verfahren dann auch handelt, dürfte sich sehr ruhig verhalten haben, so Zeugen und auch Videobeweise sagen das. Jedoch haben mehrere Polizisten sind auf ihn zugekommen, haben ihn mitgenommen, haben ihn festgehalten und auch zu Boden gedrückt. Die Anklage lautet auch auf Amtsmissbrauch, denn ein Polizist, der ihn länger festgehalten hat, soll eben genau das gewusst haben, dass dieser Mann sich sehr unauffällig verhalten hat und deshalb auch dieser Urteilsspruch. Das Urteil, von dem nun die Rede ist, von diesem Jahr bedingt, ist allerdings, wie bereits erwähnt, noch nicht rechtskräftig.